Moin Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Community Commentary The Legion PvP. Wenn ihr auch was einschicken wollt, Infoview mit allen wichtigen Daten oben in der Videobeschreibung für euch verlinkt. Heute mit dem guten Harry mal wieder, ne? Der Harry Mo, der Harry Monk, Digga, Windläufer, wissen wir, rasiert. Und dieser Mann hier, Mage-Schauer-Waffe, ist da 966er Gear und feinstes Gelung mit Drachenschlag auf Nacken, Freunde. Werden wir sehen, dass dieser gute Mann hier in Schlacht von Gilneas mit der Horde bestimmt so einiges zu rasieren hat. Interface, wie immer, sage ich immer, bei diesem Mann. Ne? Wir kennen mittlerweile, ich erinnere mich immer an diese schönen Katzenplays, vor allem aber der gute Mann hat auch gezeigt, dass der Survival Hunter reinhauen kann und noch so einiges mehr. Nur die Namenskreativität, ne? Die laggt so ein bisschen bei ihm. Aber das ist in dem Fall, glaube ich, auch schön. Oder in dem Fall ist das dann doch schon wieder unkreativ kreativ. Oder das ist ja auch ganz, ganz wichtig. Lasst euch das von dem Typen sagen, der irgendwie, ja, Opas Katze heißt und der immer mit jemandem spielt, der Bolias heißt und der seine Chars dann Bolina und so weiter nennt. Ne? Also wir sind, glaube ich, auch so rein grüppchenmäßig auch die Letzten, die da meckern dürfen. Ja, erste Basis eingenommen, jetzt ganz lässig Richtung Wasserwerk und natürlich erstmal Sneaky Peaky gucken. Sehr schön da den Port hingesetzt. Wunderbare Sache. Und jetzt wird ja versucht, so ein bisschen, ja, durch die einfach durch Mobility. Ja, es war sozusagen eine Durchmobilität, Digga. Wunderbar durchgerollt hier. Wirbelnder Schlangentrittchen in die Fresse. Und jetzt werden hier ein paar Ziele gesucht. Jawohl, schön. Mit den Furorfäusen hier. PvP-Trade ist da, dass das Sand. Sturm, Erde und Feuer ist auch an. Und jetzt gibt's hier natürlich schön ins Maul. Heiler wurde gespottet. Natürlich, den muss man auch erstmal so ein bisschen rauskriegen da. Deswegen schön reingehauen, dass der hier auch stehen bleiben muss. Dass er da wirklich heilen muss. Wirbelnder Drachenschlag. Berührung des Todes ist drauf. Nächster Stunt über die Furorfäuste. Feinstar eh mit drin. Die Abbilder fliegen über die Artefaktwaffe mit rein. Aber das waren zu viele. Das waren viel zu viele. Und er hat schön gezeigt, wie man mobil als Monk da super durchrollen kann. Wenn man dann alleine ist, haben wir dasselbe Problem wie beispielsweise beim Demon Hunter Tank, wenn ich da die Flagge nehme und allen zeige, wie toll und mobil ich springen kann und wie ich mit Trampeln Meter um Meter zurücklege, kommt halt nur keiner hinterher. Ne? Und da fehlt dann natürlich der Burst auch. Das kann man alleine nicht machen, wenn man nebenbei noch ein paar Krieger im Nacken hat. Dann kannst du auch als Monk mit krassem Burst und wenn du genau weißt, was du machst, nicht mal eben spontan den Charmy wegballern. Ja, genau das ist das Problem hier. Ich liebe Russen-BGs. Das muss man ganz klar dazu sagen. Ne? Das muss man wohl ganz klar dazu sagen. Aber auch die können wir gewinnen, das wissen wir. Oben der Schurke jetzt heftig am Inken von der Mine, der Rest macht jetzt Wasserwerke ordentlich Druck, aber ich wollte gerade sagen, es defft niemand Leuchtturm, gefährlich gegen Russen. Er dreht nochmal ab, hat sich gedacht, komm, wir müssen die Basis eh kriegen. Ne, das ist ein BG gegen Russen, er sagt sich selber, das heißt, sie gewinnen wir mit normalen Mitteln dann eh nicht. Ne, wenn wir da schon nicht durchkommen, wenn die Gurkentruppe wieder den Heiler nicht rausgefokust bekommen und schön rein aet lieber, um Damage und Kills zu pushen, dann müssen wir hier sowieso ein bisschen unkonventioneller spielen. Wobei, ist Deffen noch was Konventionelles? Man weiß es gar nicht genau. Ne, so, wieder sicherlich hier schön, dass Abbild hinsetzen, jawohl, da kann er sich hinporten. Ganz wichtig auch für die Mage-Shout-Challenge, Freunde, denn eure Waffe heilt euch auch um 30% mit dem kleinen Hot, wenn ich mich nicht irre, wenn ihr euch da hinportet. Schön jetzt Fußfeger, schön Massenstunt, Furorfäuste hinterher, wohl ein bisschen doppelt gemoppelt hier auf Nacken, aber sichergestellt, dass da alles trifft. Schlag des Windlords ist auch drauf, jawohl. Und jetzt wird hier schön die Rote abgefertigt, haben wir gesehen, der wirbelnde Drachenschlag da eben in die Fresse und jetzt geht der Heiler auch down. Wunderbar, wir wissen, dass der gute Mann vieles richtig gemacht hat, wenn der Drachenschlag kommt, denn da muss der Tritt der aufgehenden Sonne und auch die Furorfäuste, die müssen da auf Abklingzeit sein, dann kann man ihn gratis einsetzen und schmettert im AOE einfach eine heftige Trittkombo in die Fräse. Und wir sehen gerade die Auswüchse dieses Schadens. Und die sind auf jeden Fall nicht phänomenal, aber ordentlich und geben da schön in die Fresse. Nächsten Furorfäuste. Wunderbar durch, damit dem Kick eben Karma-Berührung jetzt rein. Jawohl, der andere Monk, der schmettert natürlich auch. Guckt euch an, was der jetzt für Schäden auch bekommt. Keine Chance für den Monk hier. Selbst das Erdelementar wurde gezogen, um jetzt endlich mal diese Basis zu holen. Die müssen sie jetzt langsam auch bekommen. Wir sehen, es wird wild umhergeheult. Der Combo-Breaker, der ist auch aktiv. Da wir wissen, beim Monk, beim Windläufer-Monk, der macht Schaden. Und zwar, wenn er eben entsprechend die Fähigkeiten unterschiedlich benutzt. Also nicht hintereinander weg, zum Beispiel die Tigerklaue-Spam oder den Blackout-Tritt, sondern immer hin und her. Ja, Tigerklaue, Tritt der aufgehenden Sonne, Tigerklaue, Blackout-Tritt und so weiter, immer im Wechsel, dann macht das Ganze mehr Schaden und auch nur dann haut man mit dem Monk die Schadenszahlen raus, die der eben erzielen kann und auch sollte. Insofern muss man hier definitiv auch ein bisschen flexibel sein bei dem, was man so unten drückt. Ja, insofern, deswegen haben wir hier keinen Spam von wegen, oh, Tigerklaue, der hat jetzt genug Ski, dann wird mal so ein Blackout-Tritt einfach dreimal durchgespammt. Das wäre einfach wasted, ja, sowohl von Schaden als auch von Potenzial. Insofern muss man hier durchaus auch ein bisschen das im Kopf haben, was man hier gerade tun kann. Ja, wenn man eben nur versucht, die eine Fähigkeit immer drauf zu rotzen, weil die in den eigenen Augen mehr Schaden macht, dann geht einfach auch einiges flöten. Das vielleicht nochmal zum Monk während der kleinen Ruhephase hier. Jawohl, direkt reingehauen hier. Wunderbar, der Tiger, der verabschiedet sich noch hier, das Monk-Klassen-Mount, ne? Furorfäuste, guckt euch den Thunder an, nebenbei massiver Schaden, die Abbilder springen drauf und auf Wiedersehen, ne? Keine Chance hier für den Charmy-Kollegen. Er wollte nur mal gucken, ne? Er wollte mal gucken, er wollte mal guten Tag sagen bei den Nachbarn, Digga, und ruckzuck liegst du einfach nur im Dreck.
Ich finde es immer noch, ich weiß nicht, wie es euch geht, liebe Monk-Spieler, liebe Monk-Kasser, ich finde es immer noch enorm, dass wir wirklich einen PvP-Trade haben, wo Furorfäuste standen. Ja, also es ist wirklich ein Spell, der ist so schon auch massiv stark. Wir haben dazu, ihr seht immer diese Geister-Monks noch draufliegen, wenn er das sieht. Das ist von unserem Artefakt, die machen nochmal Bonusschaden. Das ist einfach enorm stark. Dazu begünstigt das noch das Auslösen unseres Drachenschlags. Also das ist wirklich eine relativ heftige Sache. Da finde ich den PvP-Trade enorm, ja, nicht OPAF, sondern It's Balance. Ja, so ein bisschen Jeff Kaplan-mäßig hier mal in die Seite gehauen. Was wird das denn jetzt? Ja, ich wollte gerade sagen, kann auch jetzt unmöglich mit durchkommen. Da reitet er einfach durch, ne? Jo, ich bin's, die lichtgeschmiedete Panzerung, ne? Ich bin's, ein Mitglied der Armee des Lichts. Ich komme hier mal durch. Sehr schön, ihr sehen was hier. Guckt euch einfach an. Schaden reinkommt in der Zeit. Natürlich alleine gegen den Halloschmied. Schlag des Windlords ist auch drauf. Natürlich Slow ist da. Drachenschlag. Wunderbar mit Aida. Habt ihr die Zahlen gesehen? Auch der Krieger da wird in starke Mitleidenschaft gezogen. Und wenn jetzt keiner dem Heiler da hilft, mal so ein bisschen Slow auf den Moment. Ein bisschen CC der Hunter da. Die fühlen sich da völlig verloren und können ihren Heiler einfach nicht retten. Wunderbar. Jetzt das Backup allerdings. Das Backup der Horde. Wenn sie jetzt clever sind, wenn sie das jetzt sehen, sich ein bisschen absprechen können bei unseren Kollegen hier, dann könnte es natürlich, was heißt dann könnte, dann muss es jetzt passieren eigentlich, dass sie sich die Mine holen. Das wäre definitiv jetzt ganz, ganz wichtig, weil diesen Fight hier zu gewinnen, das dürfte mehr als schwer werden. Wunderschöner Todesgriff da auf den Heiler zurück, hat gesehen, alle sind da gestunt, alle sind geslowt im Feuer des Frostmages. Und wenn das keine tolle Formulierung war, Freunde, dann weiß ich auch noch, und jetzt hier wieder rein. AE aus der Hölle, Junge. Wunderbar, Drachenschlag auf Nacken. Ihr habt ja die Zahlen gesehen, Freunde. Ein Gewitter zieht herauf hier bei den Kollegen der Horde. Einfach voll in die Fresse. Storm is coming. Der Shami hat sich wieder belebt. Den muss er jetzt wiederholen direkt. Wunderbar. Sofort gesehen, da stimmt etwas nicht. Ne? Eine Illusion. Was verbergt ihr? Und sofort den Shami weghauen. Guckt euch an, wie lange der lebt. Jetzt der Stun vom Gesetzlosigkeitsschorken mit heftigem Crit auf Nacken. Auch den hat er überlebt. Heine Elixiere sind auch raus, wenn ich es richtig gesehen habe. Da muss er jetzt vielleicht nochmal mit Furorfäust reinkommen. Leider nicht mehr. So ein heftiger Stun da jetzt in die Truppe. Die wäre nochmal ordentlich down gegangen. Das hätte nochmal ordentlich geholfen, aber auch der Spawn-Timer ist ja sehr, sehr gnädig und scheint einiges zu verzeihen. Problem ist eben, der Spawn der Horde ist auch da hinten. Sehen wir schon den Nahu-Proc von ihrem Heiler wieder. Und wenn da jetzt der Holy und auch der Shami stehen, dann wird es hier definitiv schwierig, das Ganze zu lösen. Er springt wieder auf den Holy. Weiß, er kann da große Schadenszahlen erzielen. Weiß, dass er da mit dem Kick auch ein bisschen Tempo aus dem Spiel der Horde nehmen kann. Aber für wie lange? Die stehen hier sehr schön zusammen. Das muss er jetzt eigentlich nutzen. Wunderbar. Direkt mit dem Fußweger da alle mal gestunt. Furorfäuste müssen jetzt einfach hinterhergekloppt werden. Da sind sie schon bisschen verstreut, aber der Stun reicht eigentlich vielleicht hoffentlich leider nicht, um den Holy da down zu bringen. Bringt sich da wieder raus, um so einen Holy down zu bringen. In so einer Masse von Leuten ist natürlich auch immer eine gefährliche Sache, wissen wir. Dann geht der Heilige Geist an, ja, der Vater und der Heilige Geist, die gehen dann an und dann kann der natürlich problemlos auch durchheilen. Was ein mobiles BG hier, die nächsten Schadenszeinbrocken von unserem Monkschlag des Windlords hier, von der Artefaktwaffe, einfach nach vorne, AE slow in die Fresse für alle. Und das sehen wir, wenn unser Monk da reinhaut, wenn der AE jetzt hier wieder mit den Furorfäusten hinterher, läuft einfach mal nach vorne, hat ihn hier gespottet, haut dem lieber die letzten Ticks von Furorfäuste auf Nacken. Wastet da 2 bis 3 Ticks, aber haut lieber dem Heal dann schön in die Fresse. Berührung des Todes mit drauf. Drachenschlag war auch schon da und sofort wieder hier weggefrühstückt vor dem Herrn, wenn wir schon bei diesen schönen Priesterformulierungen bleiben wollen. Sie kriegen halt die Basis nicht. Sie gewinnen irgendwie den Fall. Gletscherstachel in die Fresse, habt ihr das gesehen? Da war definitiv nichts mehr, was wächst. Nicht mehr Gras auf dem Grabhügel. Dieses armen Schorken, der da einfach spontan zerlegt wurde. Wunderschön gemacht. Jetzt hier noch der Hunter und jetzt müssen sie schnell sein. Jetzt müssen sie einfach schnell sein. Wunderschön gemacht. Auf vom ganzen Team hier. Wirklich wunderbare Sache. Wir haben Slows gesehen, wir haben CCs gesehen, wir haben gesehen, wie da nichts zum Heiler durchgelassen wurde. Es wurde immer versucht, so ein bisschen, so hat sich das angefühlt, als wäre hier die Allianz so ein bisschen, ja, was heißt so ein bisschen, so der Schäferhund. Ja, und die Horder, die sind die Schafe. Und immer so zusammengetrieben in der Mitte und dann einfach rein, ey. Der Frostmage, der Frostsicker, unser Morgen, Furorfäuste, Fußweger, Drachenschlag, Wirbelnder, Kranich, Schlangritt, alles hin und her. Ja, voll auf die Fresse einfach mit allem, was die himmlischen Erhabenen hier aus MOP so ein bisschen zu bieten haben. Sehr, sehr schön gemacht auf jeden Fall. Sah ganz groß großartig aus. Eine Menge Tempo im Spiel hier beider Fraktionen, das muss man dazu sagen. Ja, also wirklich Ruhe kommt hier ja in keiner der beiden Seiten rein. Insofern mal sehen, was jetzt bei den Wasserwerken passiert. Allianz jetzt 0 Basen, das kann auch mal problematisch werden und vor allem fehlt mir so ein bisschen dieses sneakige Pieke zur Mine. Ne, ich meine, es war jetzt ein guter Fight, der wurde auch letztendlich gewonnen, der Leuchtturm wurde geholt, aber da hätte man, glaube ich, ein bisschen mehr, zumindest ein bisschen mehr Druck machen können, um das Ganze aufzulösen. Jetzt hier sneaky von hinten wieder auf den Heiler, jawohl, da ist schon noch einer dran, wunderbar. Storm, Earth and Fire auf Nacken hier schön von unserem Kollegen. Der zieht auch gerade sein Artefakt Windlordschlag und jetzt schön gestunt. Jawohl, damit er den Bonus hier nicht rausbekommt und mit wirbelndem Drachenschlag hier schön beendet den Fight. Wunderbare Sache. Also ganz, ganz schön, wie er hier auch ganz smooth und problemlos immer quasi seine Rota oder seine Prio-Liste wirklich abarbeiten kann. Man sieht das hier wunderbar, die unterschiedlichen Animationen auch von Blackout-Tritt. Der Wechsel zur Tigerklaue, der Wechsel zum Tritt der aufgehenden Sonne. Jetzt wieder die Furorfäuste. Danach schön in die Phrase hier einfach. Das sieht einfach wunderbar aus.
Und er schafft es in dieser recht dynamischen Runde eben in sein eigenes Gameplay ein bisschen Ruhe reinzubringen. Ja, jetzt fragt sich manchmal einer, was denn für Ruhe, du Spasti? Ja, und dann fragt er natürlich zu Recht, weil es ist ein großes Getrete und Gerolle und Gemache und Gehabe, ja, aber er weiß ziemlich genau, wer was abfertigen kann. Ja, ich als euer Lieblingsspasti in dieser Hinsicht, ich raste da halt aus, ne? Ich hab dann Bock, ich sehe da der 10%, dann caste ich halt doch mal, Carsten vor allem, dann hau ich ja doch mal immer wieder eine Tigerklaue durch, ne? Dann spamme ich doch ein paar Mal den Blackout-Tritt daher. Aber hier, na, das passiert einfach nicht. Passiert einfach nicht. Ja, weißt du, gute Mann, genau, das wird Damage Waste, ja? Und dementsprechend sehr schön, der Holy da gerade mit dem göttlichen Stern nochmal mit dem Schaden hat die ganze Gruppe der Allies unterbrochen. Ist ja toll. Habe ich übrigens schon Horde und Allianz in dem BG verwechselt? Ich bin mir unsicher, Freunde. Ich bin mir gerade unsicher, muss ich an dieser Stelle einfach mal so einwerfen. Ich sage, es wird auch nicht einfacher. Ne? Es wird auch nicht einfacher mit mir. Aber hier, wie gesagt, sehr schön, ziemlich konzentriertes Runterspielen der eigenen Mechaniken und schöne Beachtung von eben, ja, eben jenen. Ne? Da muss ich gar nicht neu ansetzen. Schöne Beachtung von eben jenen. Es ist auch definitiv eine knappe Runde. Es ist auch, da kann man nicht sagen, Freunde, es ist auch eine knappe Runde. Ja, jetzt hier das erste oder zweite Mal, wie in uns an diese erste Dev-Phase, wo dann ein einzelner Schamane reinkam. Ein bisschen Ruhe, eine kleine Phase, wo man sich hier mehr mal erholen kann, ein bisschen recken kann. Ne? Aber ansonsten wollte ich gerade sagen, dürfte es das ja nicht lange werden. Monk mit G-Orbit kommt hier direkt an. Direkt auch mal weggeviert. Vielleicht kann man sich jetzt schnell auf den Vari konzentrieren, bevor die Heiler aus den Ecken schießen. Aber das war fast schon zu lang gebraucht. Demon Hunter ist auch drin mit Metamorphose. Hier direkt auf den Vari, bevor der groß rumwirbelt. Karma-Berührung drauf. Reflektiert einfach Schaden zurück in die Phrase und guckt euch an, was hier für Zahlen wieder erzielt werden. Da muss einmal der 4 ausgepackt werden, um da so ein bisschen zu interrupten. Sehr schön hier wieder. Da stehen die wieder zusammen, kriegen wieder alles zusammen in die Fresse. Guckt euch an die Zahlen, die da einfach reinkommen. Aber der Fight, ob er da jetzt noch lange aushalten kann, ich weiß ja nicht. Brühen des Todes ist raus. Schlag des Windlords ist raus. Der bleibt hier auf dem Heiler. Interrupted wurde auch schon. Nächster Stun jetzt mit den Furorfäusten. Das kann er nicht länger machen. Hinten der Hunter mit den Alpha-Tieren. Die haben unser Monk einfach mal spontan die Wirbelsäule rausgebissen, Freunde. So schnell kannst du eben gehen. Ganz, ganz traurig eigentlich. Ganz, ganz traurig, weil ganz großes Play wieder. Ja, der sieht, wo die Leute stehen. Der hat ungefähr seine Ranges im Kopf. Und da kommt eben der Fußweger. Da kommen die Furorfäuste mit entsprechenden Stunts. Auch wirklich nur, wenn es sich richtig lohnt. Und das ist natürlich eine sehr dehnbare Aussage, da habt ihr recht, wenn ein Heiler alleine steht, ist es genauso worth, den alleine zu stunnen, ja, sei es mit Fußfeger oder mit Furorfäusten. Das passiert selten, ja. Das passiert einfach selten. Die färchen die wirklich zusammen, die bellen und scheren hier ihre Schäfchen nackig, ne, und dann werden die einfach richtig kaputt geschlagen. Also ganz tolle Sache hier von unserer Schäferallianz. Das muss man an dieser Stelle sagen. Wird jetzt sehr feiern, wenn hier eine Gilde so heißen würde, aber das glaube ich leider nicht, ne, die Schäferallianz. Es gibt brutalere Namen, das muss man sich auch eingestehen. Unser Monk hier mit dem Ski-Orbit, ne, der zieht, der verpisst sie einfach. Und jetzt ganz alleine rein, wirklich, er sieht's auch gerade, ne? Er sieht's auch gerade, Moment, irgendetwas stimmt hier nicht. Irgendetwas stimmt hier nicht, ich bin hier relativ allein. Hat er mal kurz dem Heiler guten Tag gesagt, ne? So nach dem Motto, dich vergesse ich nicht zu pissen, aber da kommt, da kann er nicht rauskommen. Da kann er nicht rauskommen. Da hat er zu viel gewollt, vielleicht sich kurz ablenken lassen, ne? Auch das kann natürlich passieren. Hör please auf, oh, jetzt kommt die Ansage noch, ne? Hör please auf. Ah, schwierig. Schwierig, schwierig, schwierig. Vielleicht jetzt auch schon den Geist freigelassen haben, ne? Oder vielleicht kriegt er jetzt den mega lucky Spawn-Timer. Das wäre es natürlich auch. Problem ist, sie müssen langsam was machen. Sie müssen jetzt langsam mal so einen richtig finalen Schlag setzen. Ja, sie müssen jetzt wirklich mal so einen richtig finalen Schlag setzen, indem sie jetzt vielleicht mal ein bisschen Druck einfach auf Mine machen. Machen gerade der Dudu und der Schurk und das kann schon reichen. Das kann reichen, wenn so viele Hordler wirklich unten gerade bei Wasserwerke stehen. Dann müssen sie sich jetzt splitten. Ja, entweder sie fahren jetzt voll die Offensivtaktik, ist bei Russen auch nicht unüblich, ja, und gehen jetzt volles Kanon Rohr auf Leuchtturm und schaffen es, die Allianz hier zu halten. Oder sie müssen sich jetzt zumindest splitten, ein bisschen Mine deffen, ja. Oder eben, ja, sie splitten sich jetzt komplett auf, ne. Ein paar deffen Wasserwerke, ein paar gehen Mine, ein paar gehen Leuchtturm. Das wäre noch mit das Beste, was hier passieren könnte. Und da sehen wir es, ist anscheinend nicht passiert, denn die gute Allianz hat tatsächlich mit List und Heimtücke, ne, hier wunderbar die Mine sich gesichert. Frage ist jetzt, könnte das auch lang genug deffen? Wenn jetzt sich erst nämlich der Pulk von Hordlern auflöst bei den Wasserwerken, dann können die jetzt natürlich auch kurz bei Leuchtturm vorbeikommen und dann haben wir immer so eine stete Kreisbewegung, in dem wir gehen. Einfach von Wasserwerke zu Leuchtturm zu Mine, ne? Wobei, ist vielleicht eher ein Dreieck, ne? Illuminata-Confirm, Freunde. Ich raste aus. Ja, ich zeichne auch Kreise so, ne? Also, ich habe zwar eine Ausbildung im künstlerischen Bereich, ne? Aber ich zeichne auch Kreise so. So, damit das klar ist, ne? Ganz klar. Wir brauchen nur ein paar Punkte mehr, das ist ja auch wirklich so, ne? Wenn wir uns das mal oben angucken, dann müssen jetzt eigentlich wirklich nur die Hölle zurückdeffen, ja? Diesen Ansturm von dämonischen Hordlern hier, dem müssen sie einfach standhalten und dann kann das auch was werden. Was ich sehr schön finde, ist wieder der Kontrast in diesem BG. Wir hatten jetzt echt Phasen, da war komplett, weiß ich nicht, da war komplett Eskalation, ja, da waren sämtliche Grenzen des Eskalativen einfach offen, ja, da war hier keine Ruhephase, da war hier keine Sekunde, wo man mal hätte durchatmen können, wo man sagen könnte, so, jetzt machen wir mal Päuschen, wir essen mal was, ja, ein Knoppers, ein Pickup, was weiß ich. Nein, das war hier überhaupt nicht der Fall.
Und jetzt haben wir hier diese Phase, wo ein bisschen geschrieben werden kann, wo ein bisschen geguckt werden kann, wo macht es am meisten Sinn, auch mal eine Dev-Phase, ohne dass jemand angreift. Ja, auch das passiert manchmal. Ja, wir alle hatten sicherlich auch schon mal diese BGs, wo wir einfach eine Basis deffen, ja, und uns am Ende einen Orden verdient haben für unsere tolle Defferei, ja, aber nicht einer mal geinkt hat. Auch das gibt es vorne. So, direkt wieder reingegangen. Das ist natürlich, das kann natürlich hier ein Fest werden. Der muss da jetzt auch rein. Guck mal, der muss da jetzt rein. Schön hier mit dem Fußweger direkt die Furorfäuse hinterher und die Schadenszahne. Wunderbar, wenn er jetzt noch einen Tritt rausbekommt. Er wird leider gestunt, sonst wäre da noch ein Drachenschlag bestimmt reingegangen. Jawohl, den kriegt er noch. Come on, den kriegt er doch noch rein. Da schön hier die Zahlen geschmettert. Wunderbare Sache. Er versucht hier gerade so ein bisschen Ordnung reinzukriegen. Versucht hier eine Übersicht zu erhalten, wen er da jetzt abhalten kann. Vom Tappen an der Flagge und so schnell kann es dann gehen, wenn da plötzlich fünf Gegner um dich rumstehen. Dann hast du gar nicht mehr viel zu gucken. Ne, das muss man vielleicht an dieser Stelle auch mal neidlos anerkennen. Da kannst du dein Bestes geben, da kannst du noch ein paar Sekunden rausschlagen und die waren auch wichtig und genau das hat er ja eben auch zu vermitteln versucht. Sie brauchen hier nur ein paar Punkte, die haben sie jetzt, ja, und selbst wenn jetzt ständig so ein Kampf entbrennt, dass beide letztendlich ständig nur eine Basis haben, weil überall geinkt wird, dann liegt die Allianz da vorne und kann das hier gewinnen. Besser noch, der nächste Schwarm, der Alice jetzt gespawnt ist, der geht da schon hin. Wir sehen, die Punkte löschen zwar eins nach dem anderen auch ihre Lichter aus, aber sie halten zumindest die Basis. Ja, die springen rein, die AEen, die halten diese Basis. Mine ist ziemlich sicher weg. Ja, das ist ein reines Spiel auf Zeit. Wenn der Priester da jetzt noch ein bisschen heilige Nova oder so spammen kann, vielleicht einen göttlichen Stern, wie vorhin auch der Holy was unterbrochen hat. Wobei, ich glaube, ein Diszi, ne? Ich habe die Sühne vorhin fliegen sehen. Dann kann das schon viel wert sein. Wenn er jetzt schnell genug ranholt, die fighten wirklich. Die fighten, die holen sich die Flagge gar nicht. Die sind sich ihrer Sache so sicher und das ist ihr Fehler. Das ist ihr Fehler. Da wird so viel Zeit gerade übrigens. Guckt euch an, hier, der Paladin muss sich da mit der Bubble raus. Und hinten steht der Holy natürlich schon positioniert. Aber unten haben wir auch gerade gesehen, da wird getappt. Unten haben wir gerade gesehen, da wird getappt. Sieht er das? Sieht er den Hunter links? Niemand sieht den Hunter links. Ganz traurig. Jetzt im letzten Moment da. Holy shit, wollte ich sagen. Da muss er auch mal ein anderes Auge drauf haben. Unser Monk ist schon wieder dabei, die Leute hier zusammenzutreiben. Da kommt direkt der Snare auch von DK und Mage-Kollegen. Schlag des Windlords hier schön mit Sturmerde und Feuer auf Nagner zu. Die Furorfäuse. Das sind einfach Schadenszeiten, Freunde. Die wollt ihr nicht haben. Ne? Weder morgens noch mittags noch abends. Ne, da kann man zwar saufen. Morgens, mittags, abends. Ja, aber hier den Schaden in die Fresse. Ganz gefährlich. Berührung des Todes noch drauf. Der muss down sein. Das kann er nicht halten. Wunderbar mit der Valkyr-Glyphe, wenn ich es richtig sehe. Nein, sah nur so aus wie die ganzen Frosteffekte. Da dachte ich gerade, ne, wir sind schon wieder in Nord und Valkyr-Glyphe ist da. Nein, es ist der normale Geistheilergeist. Toll, der Geistheilergeist. Oder für die Formulierung. Kriege ich bestimmt demnächst wieder einen Preis, schon wieder einen Reim. Ich muss dringend damit auf und hier wieder Furorfäuse auf den Nacken des Hunters. Das dürfte auch nicht überleben mit 0% Aspekt der Schildkröte. Da waren die Dots aber schneller als der Rack-Bonus. Das war ja ganz, ganz traurig, Junge. In der letzten Sekunde mit 0% Leben kriegt er dann noch wunderbar den Aspekt der Schildkröte durch, Junge. Das gibt's ja auch gar nicht. Sehr schön. Die Allianz, das müssen sie jetzt halten. Das müssen sie eigentlich haben hier. Zwar ist der Spawn von der Horde bei Wasserwerke, der kann sich jetzt natürlich auch sehr schön splitten. Mit ein bisschen Pech könnte jetzt auch der Leuchtturm wegfallen, so wie sie hier jetzt gerade auch an Masse dominieren. Aber selbst wenn das so ist, dann sollten sie ja trotzdem die Oberhand behalten mit ihren aktuellen Basen. Also das müsste jetzt eine safe Sache sein. Wenn sie das jetzt hergeben und noch verlieren, dann auch selber schuld. Wir sehen die nächste Basis auch unten weg. Die Allianz, die hat ja am Ende definitiv mal rasiert. Die letzten BGs waren eher so Horde Rennen. Jetzt haben wir mal wieder die Allianz, die schlägt zurück. Ne, so ein bisschen ganz in Jan Hegenberg-Manier. Wunderbar hier abgefrühstückt. Wir konnten wunderbar beim Monks sehen, wie mobil man sein kann, wie man trotzdem Ruhe im eigenen Gameplay haben kann, auf was man hier achten muss. Fand ich ganz, ganz großartig mal wieder hier. Auch die Schadenszahlen gerade vorher. Habt ihr die Schadenszahlen gesehen? Alter! Alter, das ist was, da träumt teilweise Warkrieger von. Ne, das muss man vielleicht auch mal so sagen. Ich hätte sogar gedacht, er geht hier mit deutlich mehr Kills raus. Ne, aber das ist eben natürlich, wenn du ständig im AOE reinschmetterst und nicht so richtig einen Finisher hast, ja, dann geht das natürlich nicht so stark auf Nacken der Kills. Ja, aber trotzdem, richtig schöne Runde, richtig stark gespielt und vor allem konnten wir schön was vom Monk sehen. Ich danke euch fürs Zusehen und zu schicken, Freunde. Wir sehen uns in den nächsten Parts, wenn ihr wollt. Bis dahin, haut rein. Tschüss!